Das bekannte Tagungshaus der Otto-Maue-Stiftung in der Nähe Eutins. Diese Männer haben sich nicht zum Zeitvertreib versammelt. Sie haben ein gemeinsames Problem. Ihr Vorname ist Dieter und sie leiden darunter. Ausgenommen dieser Mann. Er heißt Arthur und ist Deutschlands einziger Pränominaltherapeut. Neben mir, sag ich mal, der den Namen ganz versteckt. Einige haben gesagt, ich heiße natürlich Dieter. Es heißt keiner natürlich Dieter von euch. Einige haben gesagt, ich bin Dieter. Einige haben bei der Nennung ihres Namens immer irgendwie so gemacht. Ich denke, da sind viele Dinge, wo wir anknüpfen können. Jeweils eine Woche dauern die vornamenstherapeutischen Gruppenseminare, in denen Menschen, die sich durch ihren Vornamen in ihrer seelischen Entwicklung gestört fühlen, psychologische Hilfe erhalten. Wodurch aber werden ausgerechnet bei Männern mit dem Vornamen Dieter psychische Schädigungen ausgelöst? Ich denke daran, wie ich in der Schule zuerst den Buchstaben D kennenlernte. Der dicke Dieter drückt den dummen Dieter durch den dicken Dreck. Das war so die erste Assoziation, die ich bekam. Dieter stand für, sage ich mal, etwas Schlichtes, Proletarisches, Simples, bodenständig, positiv ausgedrückt. Positiv zu entwickeln ist auch der Klang eines Vornamens. Dazu bietet Jetkowski Schröder spezielle Übungen unter freiem Himmel an. Nicht so schwach in Knien, du wirst im Grunde zu schwache Knie. Dieter? Dieter! Ruf mal den Dieter, der keine weichen Knie mehr hat. Dieter! Ja. Dieter! Ja. Dieter! Und jetzt ganz Dieter stehen. Dieter! Ja. Hier, fass an. Dieter! Der überträgt sich unwahrscheinlich was an Kraft. Dieter! Dieter! Ja, wunderbar. Und jetzt machen wir mit. Dieter! Ja. Dieter! Dieter! Ich bin also gefragt auch mehrfach, warum machst du sowas, warum fährst du zum Scheiß? Für mich ist es so, ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man zu seinem Vornamen steht. So ein Vorname oder ein nicht akzeptierter Vorname hat natürlich auch enorme Auswirkungen aufs Privatleben. Bei mir war es so, als ich meine Frau kennenlernte und sie nannte mich mehrfach Hans-Dieter, also das ging bei uns so weit, dass letztendlich ich dann meine damalige Freundin, die jetzige Frau, gebeten habe, mich einfach nicht mehr mit meinem Vornamen Hans-Dieter anzusprechen, sondern dass wir uns jetzt wirklich innerhalb der Familie, innerhalb dieser partnerschaftlichen Beziehung Mann und Frau nennen. Also sie sagt wirklich zu mir morgens beim Frühstück, Mann, gib mal eben den Zucker rüber. Reichlich Zucker geben sich die Dieter-Seminaristen übrigens auch während solcher interaktiver Selbstfindungsprozesse. Wir sind hier nicht bei den Schulen. Ja, also du hast im Grunde überhaupt keine Besitzansprüche an irgendwen. Hoffentlich fallen diese therapeutischen Maßnahmen der Gesundheitsreform nicht auch noch zum Opfer. Was willst du? Hör auf, sag ich dir, du sollst doch! Ich hasse dich! Hör auf! Sag mal, muss das sein? Derlei Spannungen können dann in freier Natur wieder ausgeglichen werden. Keine Schwierigkeit. Doch selbst hier verliert der Therapeut das Seminarziel nicht aus den Augen. Wollen wir ihn Dieter nennen? Ja, ich bin's! Ja. Da bleiben sichtbare Heilungserfolge nicht aus. Dieser Dieter hat es geschafft. Ja! So eins zu sein mit seinem Vornamen, das wünschen sich immer mehr Menschen, vor allem zu Weihnachten. Ich bin's.